Komm raus, Jennifer. Egal, wo du bist. Oh Gott, die laufen mit so einer Schrotflinte rum. Wie krass. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Clock Tower. Wir haben in der letzten, beziehungsweise eigentlich schon vorletzten Folge, einen Schlüssel bekommen, den wir jetzt irgendwo einsetzen müssen. Die Frage ist nur, wo? Außerdem haben wir auch in der letzten Folge einen, naja, ich sag mal, Penner getroffen, der unter Umständen Simon Barrows gewesen sein könnte. Ob er das wirklich war, ist natürlich die Frage. Und eine andere Frage ist vor allem auch für mich persönlich, da ich es nicht weiß, wer zum Teufel ist überhaupt Simon Barrows? So, bitte nicht erschrecken. Hier läuft die Glotze schon seit dem ersten Part. Ist da eigentlich was? Nee, gell? Wie gesagt, ich habe einen Silberschlüssel, aber nicht als direktes Item. Das bedeutet, ich muss den irgendwo als Türöffner verwenden. Die Frage ist nur, wo? Hier ist dieser blöde Vogel. Kann ich hier eigentlich irgendwie den Vogel mit meinem Umhang verscheuchen oder sowas? Nee, erschlagen kann ich den bestimmt nicht. Ich glaube, das bleibt noch so ein Mysterium, was ich damit machen kann. Mit dem Umhang. Zumindest für mich. Ich kann mir da bis dato keinen Reim draus machen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wo ich denn diesen Silberschlüssel am besten einsetzen kann. Es muss doch irgendwo eine Tür geben, die verschlossen ist und einen Silberschlüssel benötigt. Ich habe mir vorgenommen, nie wieder diesen Raum zu betreten und trotzdem tue ich das immer wieder. Aber der Orientierungssinn ist auch in diesem Spiel ein bisschen, dufte. Da es so viele Räume gibt und doch alles relativ übersichtlich ist, wie ich finde. So, ich möchte nochmal straight nach links laufen. Oh, schon wieder das Telefon, das bringt mich immer zur Weißglut, wenn ich das höre. Es gibt hier doch die Tür. Was ist eigentlich mit der Tür? Moment. Oben gab es einmal eine Tür, die verschlossen war, und hier, die so quer stand und verschlossen war. Ja, hier habe ich... Oh. Okay. Oh Gott! Licht machen. Licht. Keine Interaktion. Was ist das für eine schreckliche Musik? Das Bild möchte ich mir später anschauen. Ich möchte erstmal hier. Ich weiß nicht, was zu einer direkten Interaktion führt, weil irgendwas passiert jetzt hier. Immerhin habe ich jetzt kein Item mehr, das ich einsetzen kann. Dort ist ein Hinweis. Zeit wird es zeigen. Die Uhr des Turms hat angehalten. Okay. Was sagt denn das jetzt? Hinsetzen möchtest du dich nicht, stimmt's? Würde ich auch nicht. Dann schau dir wenigstens mal dieses Bild an. Das Wandbild bedeckt nicht so schnell. Einiges ist vom Holzregal verdeckt. Nochmal. Das Wandbild bedeckt die ganze Wand. Okay. Ja, was mache ich jetzt hier? Was bringt mir der Hinweis? Warum habe ich diesen Schlüssel eingesetzt? Ich muss doch hier irgendetwas herausfinden können. Zeit wird es zeigen. Die Uhr des Turms hat angehalten. Nicht umsonst heißt das Spiel Clock Tower. Viele Chemikalien stehen auf dem Tisch. Ansonsten Bücher und... Hinsetzen möchte sich die Olle nicht. Was mache ich jetzt? Ich frage mich wirklich, was ich zum Teufel mit diesem Umhang mache.
Bücher kann ich nicht lesen. Ich bin Analphabet. Okay, gut. Dann laufe ich nach rechts. Raus. Irgendwas wird jetzt schon passieren, oder? Weil ich jetzt in diesem Raum war. Hallo? Wandbild. Ich habe einen Umhang, aber was mache ich damit? Das Telefon kann nicht mal. Also in irgendeinem Raum wird jetzt irgendeine Interaktion stattfinden, das ist schon mal klar. Weil ihr kennt es ja aus Videospielen, erst wenn man irgendein Event aktiviert hat, wird irgendwas anderes freigeschaltet in dem Sinne. Die Frage ist nur was. Ist mir schon wieder hier. Was war ich hier nochmal? Hier war nur das Auto, ne? Ja, aber das bringt ja rein gar nichts. So, Jennifer raus. Vielleicht nochmal zu Barrows, zu Simon Barrows gehen. Oder ich gehe nochmal ins Büro. Was ist, war das verschlossen oder was war das nochmal? Schau mal bitte nach, Jennifer. Nein, es war offen. Aber so kommen wir auch direkt zum Simon Barrows. Dann gehen wir zuerst zu dem. Weil ich habe so das Gefühl, dass entweder beim Simon Barrows irgendwas passiert oder im Büro. Naja, und da das hier schon auf dem Weg ist, dann nutze ich das mal, ne, die Chance. Stopp. Stopp, du sollst da rein. Okay. Ich bin gespannt. Simon Barrows. Vielleicht spricht er jetzt mit mir, nachdem er sich ein bisschen vollgefressen hat. Irgendwie zeigt er den Daumen. Ist er auf Facebook oder was? Hey, yo, gefällt mir. Was gefällt dir? Er schaut nicht länger nach Jennifer. Vielleicht ist er halb nackt und braucht den Mantel. Banale Vorstellung, aber wer weiß. Okay, er braucht den Mantel nicht. Beziehungsweise den Umhang. Gut, tut mir leid, Barrows. Ich würde gerne die Tür öffnen, aber ich sehe hier kein Interaktionsfenster. Aber irgendwas passiert mit dir, das weiß ich. Irgendwas. Du bist nicht umsonst in diesem beschissenen Käfig. Aber gut. Was war alles gerade? Habt ihr es gesehen? Da war ganz kurz was. Unten bei Jennifer. Spult mal zurück. Ich kann es jetzt nicht, aber ihr könnt zurückspulen. Unten das Anzeigebild von Jennifer. Ah, ich wollte ja zum Büro. Da muss ich zurück. Also ich habe da irgendwas Grünes gesehen. Vielleicht bin ich auch blöd. Ah, Mann. Ich weiß, dass es mehrere Spiele von dieser Serie gibt. So nebenbei gesagt. Aber ich werde nur dieses spielen, weil die anderen, glaube ich, für die Playstation sind. Und sowieso ist Horror nicht mein Ding. Also, das ist eine einmalige Sache von mir. Genießt es. Vielleicht mache ich mal wieder ein Horror-Game. Also, ich hatte ja schon mal eins. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Nightmare-Projekt. Ging zwar nur 2 Parts lang, aber war dennoch krank. Und kranke Sachen machen mir Angst. Wenn man darüber diskutiert und drüber lacht. Wenn man ernst darüber diskutiert, finde ich das auch irgendwie schrecklich. Aber wenn man drüber lacht und diskutiert, dann finde ich das halb so schlimm. Dann rede ich auch gerne mit. Aber wenn ich mir dann vorstelle, oder wenn ich das dann mehr oder weniger live erlebe, weil irgendwie fühle ich da voll mit der Jennifer. Wenn ich mir vorstelle, allein dieser beschissenen Hütte zu... Oh Gott, Mary! Miss Mary! Schön, dass es dir gut geht, Jennifer. Mary, jedermann, alles wird wieder in Ordnung kommen. Kleinen Moment, ich hab da was Schönes. Ein
einen guten Whisky. Nun, trink das. Es beruhigt dich. Jennifer, trink das nicht. Jennifer, du blöde Kuh. Oh Gott, ich bin mit dem alten Sack im Käfig. Mit dem Barrows. Was ist passiert? Wo? Hallo? Er schaut nicht länger nach Jennifer. Hey, die lebt noch! Jennifer! Bist du okay? Lotte! Eine Sekunde! Ich hole dich da raus! Lass uns gehen! Jetzt verschwinde, bevor Mary kommt! Schnell! Jennifer! Du hast recht! Du hast recht! Mary führt Böses im Schilde. Los, hauen wir ab! Oh Gott! Was ist jetzt los? Eine Stimme ist draußen zu hören. Jetzt ist es erbärmlich! Was ist los? Jennifer! Bewege dich nicht! Jennifer, renn! Ich werde dich bestrafen! Jennifer, renn! Jennifer, renn! Geh zu diesem Boris in den Käfig! Du Scheiße. Geh zu dem Burrows. Geh da rein. Schaut nicht länger mehr. Oh, ich geh auf die Kiste. Seit wann kann man mit der Kiste interagieren? Warum chillst du? Ich will mehr vom Screen sehen. Und jetzt? Jetzt wird sie mich nicht finden, oder was? Es gibt keinen Platz zum Verstecken. Komm raus, Jennifer. Egal, wo du bist. Oh Gott, die laufen mit so einer Schrotflinte rum. Wie krass. Wie krass, wie krank das Spiel ist. Oh Gott. Miss Mary will mich töten. Soll ich jetzt raus, oder? Oh Gott, ich mach nichts mehr. Lauf nicht zur Kiste. Stellt euch mal vor, die läuft zur Kiste, macht den Deckel auf und schießt mir in den Kopf rein. Vielleicht muss ich flüchten. Versteckst du dich da? Genau wie ein Dieb. Oh Gott. Oh Gott. Kann es sein, dass ich frühzeitig flüchten müsste? Oh Gott. Death Ad. Ich bin gestorben. Ich hätte flüchten sollen, als sie nach links gelaufen ist. Okay. Scheiße. Oh Gott, Continue. Wo fange ich denn jetzt an? Ah, okay. Gut, ich dachte schon. Aber ich muss in die Kiste und dann sofort abhauen. Denk ich mal. So, der macht nichts. Jetzt muss ich nur noch auf Lucy, wie hieß die Tussi, warten. Weil mit dem Opa kann ich ja sowieso nicht interagieren. Muss ich wahrscheinlich davor noch. Okay, er schaut nicht länger nach Jennifer. Gut, jetzt kommt Lucy. Oder, wie heißt sie? Lotte heißt sie, nicht Lucy, Lotte. Jennifer, bist du okay? Warum sieht man jetzt nur die Fresse von ihr? Gerade habe ich gesprochen. Egal. Lass uns gehen. Jetzt verschwinde, bevor Mary kommt. Irgendwie kommt jetzt gerade nur der Screen von Lotte. Aber egal, okay, jetzt kommt wieder die Interaktion. Ich muss mich gar nicht erschrecken, denn ich weiß, jetzt kommt ein Schrei.
So, die wurde erschossen. Headshot wahrscheinlich. Okay, okay. Jetzt ist es erbärmlich, Jennifer. Ich hab dir schon mal einen Headshot gegeben. Ich weiß nicht, woher du dieses zweite Leben hast, aber noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Diesmal schieße ich gleich zweimal. Jennifer, sofort in die Kiste. So, ich habe das Spiel pausiert. Wie es weitergehen wird, erfahren wir in der nächsten Folge. Bleibt gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Jennifer, bist du okay? Lotte, eine Sekunde. Ich hole dich da raus.